Warum bin ich, wie ich bin? Wer bin ich? Und wie ist es dazu gekommen? Der deutsche Soziologe Georg Simmel hat sich um 1908 mit der Entwicklung des Ichs beschäftigt. Jede Person ist individuell und hat ein eigenes Ich. Wie kommt es zu dieser Individualität? Dazu schauen wir uns Alex an. Alex ist in verschiedenen Gruppen. Sie geht in eine Schule. Sie lebt in Deutschland. Alex wohnt mit ihrer Familie zusammen. Sie geht in eine Schulklasse und in eine Theater-AG. Alex hat Freunde in ihrer Nachbarschaft, Freunde auf dem Schulhof und ist in einem Sportverein. Simmel gibt Gruppen einen speziellen Namen. Er nennt sie soziale Kreise. Soziale Kreise sind durch unterschiedliche Normen und Werte gekennzeichnet. Zum Beispiel gelten in ihnen verschiedene Regeln. Manchmal bekommt Alex Probleme, denn Alex' Freunde in der Schulklasse tragen alle eine Cap. Ihre Freunde aus der Nachbarschaft tragen alle Wollmützen. Alex weiß dann nicht, ob sie eine Wollmütze oder eine Cap tragen soll. Georg Simmel hat auch für das Problem von Alex einen besonderen Namen. Er nennt es einen äußeren Konflikt. Außerdem gibt es Konflikte innerhalb der sozialen Kreise. In Alex' Klasse gibt es einen Tafeldienst. Wenn niemand die Tafel wischt, stehen die Klassenkameraden vor der Wahl, denjenigen zu verraten oder zusammenzuhalten. Außerdem könnte Alex selber die Tafel wischen. Nach Georg Simmel entsteht ein innerer Konflikt für Alex. Wie anfangs gesagt, ist Alex in verschiedenen Gruppen. Dazu gehören die Klassenkameraden, die Freunde aus der Nachbarschaft und ihre Freunde aus der Theater-AG. Manchmal kommt es zu Überschneidungen. Simmel nennt das die Kreuzung der sozialen Kreise. Robin ist genauso wie Alex in der Gruppe der Klasse und in der Gruppe der Freunde aus der Nachbarschaft. Dadurch kreuzen sich die Kreise. Das ist eine Kreuzung der sozialen Kreise. Jetzt können wir die Fragen vom Anfang beantworten. Warum bin ich, wie ich bin? Wer bin ich? Und wie ist es dazu gekommen? Nach Georg Simmel bin ich die Summe meiner sozialen Kreise, geprägt von den inneren und äußeren Konflikten.